Seid gegrüßt, vielen Dank fürs Einschalten, sagt euer CECT-Shop, und zwar zum heutigen Unboxing und Hands-on des Blackview BV 9700 Pro Smartphones. Ja, hier 4G noch auf dem Sticker mit aufgeklebt, pyramidenförmig angeordnet das Ganze. Ja, warum? Denn das BV 9700 Pro, einer der Top 5 Bestseller hier bei uns im Online-Shop. Das gibt es nämlich hier auch mit der Night Vision Camera, also einer Nachtsichtkamera, Modell NVC-01 Dimensions, also die Abmessungen hier in der Farbe Schwarz, Sony Sensor. Ja, das ziehen wir uns wie immer natürlich auch nach dem Intro mal ein bisschen genauer rein. Das BV 9700 Pro, ein Outdoor-Smartphone, also perfekt für Häuslebauer, Bauarbeiter, für Camper, für Adventurer, Leute, die eben draußen in der Natur sind, sich irgendwo auf schmutzigen Gefilde befinden, wo dann auch mal das Handy dreckig werden kann, runterfallen kann, und zwar hier mit IP 68, IP 69 Militärstandard 810G Zertifizierung. Ja, somit auch wasserdicht und staubdicht, angetrieben durch den MT6771T, im Volksmund dann unter anderem auch Helio P70 genannt. Wir haben eine Dualkamera, 5,84 Zoll großes Display und ein großer Akku mit 4380 mAh. Abmessungen 165,9 x 81,3 x 16,5 mm Dicke. Das Ganze eben in Grau verfügbar mit 6 plus 128 GB als einzelnes Smartphone oder eben als Combo mit der Nachtsichtkamera. Alles weitere wie immer nach dem Intro. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seht also das Smartphone selbst. Wir widmen uns selbigen erstmal hier. Also ab Werk bereits schon aufgedruckt, aufgeklebt unter der eigentlichen Schutzfolie. Hier nochmal eine Display-Schutzfolie. Das ist schon mal nice. Dann haben wir hier in der Box nochmal eine zusätzliche Display-Schutzfolie. Zusätzlich dazu natürlich ein Handbuch. Ja, die kleinen chinesischen Hersteller, die legen dann hier unter anderem auch ein Handbuch in Deutsch mit bei, also mehrsprachig mindestens, aber auch Englisch. Ihr seht hier auch dann den SAR-Wert, der hier allerdings nicht genau angegeben ist. Ich habe mich aber auf der Blackview-Seite informiert. Also für Head, für Kopf liegt der SAR-Wert vom BV 9700 Pro bei 0,164 Watt pro Kilogramm und Body, also Körper, 0,290 Watt pro Kilogramm. So viel dazu. Dann eben auch bei den kleinen Herstellern, wie ich schon öfters mal angemerkt habe, hier kommt dann auch schon das CE-Zeichen zum Einsatz, selbiges auch auf dem Smartphone selbst, da die kleinen Hersteller eben für den westlichen Markt, unter anderem Europa, die Smartphones produzieren und selbige gar nicht, beziehungsweise sehr selten hier im Festland China verkauft werden. Ihr habt dann auch schon den Steckertypen C für Deutschland mit dabei, unter anderem, sowie viele andere Länder in Europa, und Maximum Output hier 9 Volt 2 Ampere. Ja, geladen wird das Ganze dann per USB Typ C, hier auch immer der Hinweis, also die Nase bei den Outdoor-Handys ist stets länger, da der Ladeport natürlich tiefer im Gehäuse sitzt. Hier mal als Vergleich ein normales USB-Kabel, USB Typ C. Also ihr seht hier schon, ihr braucht hier dann, falls das Kabel tatsächlich mal kaputt gehen sollte oder wenn ihr ein Ersatzkabel haben wollt, ein spezielles Kabel passend fürs BV 9700 Pro von Blackview. Dann auch ein USB Typ C auf Typ C Adapter.
Das erste Mal eigentlich, dass wir über sowas hier stolpern. Und dann haben wir hier, ja, was haben wir hier denn? Das ist eine gute Frage. Ein Plättchen, wahrscheinlich nicht zum Gitarre spielen. Ja, vielleicht kann es jemand von euch mir da draußen sagen. Also, was haben wir hier von Blackview mit in die Box reingelegt bekommen? Reingelegt bekommen auf jeden Fall auch noch ein Typ C Paar in ihr Kopfhörer. Soweit also der Lieferumfang der Standardversion des Standardsets, wenn ihr nur das BV9700 Pro einzeln bestellt. Mit der Nachtsichtkamera bekommt ihr dann eben hier noch selbige mit dazu. Das Ganze hier laut Beilagezettel mit dem Sony IMX225 Sensor, 750 Pixel, 30 Frames per Second, Gewicht 63 Gramm. Also das liegt dann hierbei. Ihr seht also, dass ihr hier einmal Auslöserknopf habt oder auch zur Aufnahme den Knopf. Des Weiteren natürlich auch USB Typ C und dann hier nochmal eine zusätzliche Abdeckung für die Linse hier oben drauf und auf der Rückseite ja einen Clip, damit ihr euch das zum Beispiel an die Kleidung hängen könnt und nutzen. Ja, wunderbar. Die lassen wir mal vielleicht hier, schauen uns selbige dann zum Ende des Videos nochmal an, können hier gerne mal das Licht ausmachen. Dann ja, das BV9700 Pro Outdoor Smartphone. Hier mal schon gebootet das Ganze. Ihr habt natürlich den Fingerabdrucksensor, der befindet sich hier an der Seite angeordnet, plus minus Lautstärkewippe und der Ein- und Ausschalteknopf ebenfalls. Hier eine Metallleiste, der Rest ist gummiert, Plastik, hier im Carbon-Look. Das Ganze, ihr habt dann hier unten auch noch eine Möglichkeit, eine Schlaufe anzubinden an das Gerät. Ihr habt auf der Rückseite dann eine Dualkamera, Dual-LED-Blitzlicht und hierbei handelt es sich dann um den Herzfrequenzsensor. Öffnungen für die Lautsprecher hier unten, Metallplättchen nochmal mit Logo drauf. Hier wahrscheinlich dann die Öffnungen fürs Mikrofon. Ja, wir haben hier vorder- und rückseitig jeweils Samsung-Kamerasensoren verbaut. 16-Megapixel Hauptkamera, S5K2P7 von Samsung und dann nochmal die 8-Megapixel Sekundärkamera S5K4H7. Blendenzahl 2.0. Auf der Vorderseite dann hier eine 16-Megapixel Kamera und zwar S5K3P9, der Name des Sensors. Hier oben keine weiteren Anschlüsse oder Öffnungen. Ihr seht dann auch hier, also die Ränderecken sind hier nochmal extra mit Gummi ausgestattet, damit auch so wenig wie möglich passiert, wenn euch das Handy mal runterfallen sollte. TF SIM-Card hier links angezeigt. Hybrid SIM-Slot. Zweimal Nano, einmal Micro SD Speicherkarte. Ja, DDR4X, der Arbeitsspeicher und hier nochmal so ein Shortcut oder vielleicht auch SOS-Button. Geriffelt. Ja, wunderschön. Und hier unten dann USB Typ C. Ladeport. 5,84 Zoll Bildschirmdiagonale das Ganze. Full HD Auflösung. Ihr seht dann auch schon G-Apps mit vorinstalliert, der Play Store mit vorinstalliert, UKW Radio verfügbar, die Toolbox auch wahrscheinlich interessant. Hier außerdem Nachtkamera mit dabei, Heartrate, also für den Herzfrequenzsensor auf der Rückseite, ein Barometer, ein Pedometer, also Schrittzähler, Taschenlampe, Kompass etc. pp. Das sind hier Werkzeuge, die verfügbar sind beim BV9700
Pro. Dann hier auch diese SOS-Funktion. Für den Notfall könnt ihr eben eine Notfallrufnummer hinterlegen, damit nach dem Drücken des Knopfes hier der jeweilige Notfallkontakt kontaktiert wird und euch gegebenenfalls helfen kann, hoffentlich. Ja, Kacheln, Standort, GPS also auch, AGPS, GLONASS und Beidou, Dualband Wi-Fi, ABGN 2,4 und 5 GHz, dann auch G-Charging mit am Start. Dauert ein bisschen, jetzt seht ihr es. Und dann hier oben auch eine Benachrichtigungs-LED, die in Rot neben der Frontkamera aufleuchtet. Also das ist auch mit an Bord. NFC habt ihr ebenfalls mit am Start, also die Near Field Communication, unter anderem dann auch zur Nutzung von Android Pay. Ja, was haben wir sonst noch geboten? Bluetooth 4.1. Schauen hier einfach mal durchs Menü bzw. die Untermenüs. Smart Assistant, jawohl. Sweep, Split Screen, LED-Benachrichtigung, Fräulein-Anrufe, aha. Also hier könnt ihr auch zwischen Rot, Grün und Blau wählen. Hinweise verpasst, heißt natürlich dann Benachrichtigungen verpasst. Also RGB, LED, Benachrichtigungslicht, das hier verbaut ist. Übersetzung hier ein bisschen schwammig allerdings. Auch noch ein paar chinesische Sachen hier mit dabei. Puh, ja, das ist ein bisschen schade. Also 99,9% hier übersetzt quasi in die eingestellte Systemsprache. Akku, wie gesagt, 4380 mAh. Display, Schriftgröße kann natürlich auch geändert werden. Mirror Vision, Speicher 117 GB von den 256 GB frei. Wie gesagt, das Ganze wird dann hier angetrieben durch den Helio P70 Octa-Core mit 2,1 GHz, ARM Mali G72 MP3 steht hier als GPU zur Verfügung. Gesichtsentsperrung, Fingerabdruck zum Entsperren des Smartphones, Konten, Bedienungshilfen, was haben wir hier, wahrscheinlich nochmal den Fingerabdruck, aber das ist natürlich auch doof, ja, Fingerabdruck entsperren, dass hier das erste Untermenü komplett in Chinesisch ist, Google, DuraSpeed, also hier diese Möglichkeit, das Handy schneller zu machen, beziehungsweise einfach alle offenen Anwendungen zu schließen. Ja, Sprachen und Eingabe haben dann natürlich dann hier eine Vielzahl an verschiedenen Sprachen, die euch zur Auswahl stehen. Ist ja quasi hier Stock Android drauf. Dann auch erwähnenswert, während wir hier scrollen, also 4G, FDD, LTE. Hier wird auch Band 20 unter anderem unterstützt. Insgesamt ein ganzer Sack voller Frequenzen und Bänder im FDD, LTE-Bereich, auch im TD, LTE-Bereich, sowie 2G und 3G natürlich. Ihr findet wie immer die spezifischen Informationen immer in der Artikelbeschreibung. OTA-Updates gibt es auch. Und über das Telefon BV9700 Pro 6 plus 128 GB hier 2280x1080 Auflösung. Die Kamera ist auch mit angegeben, Dual-SIM natürlich. Ja. Und das soll es noch nicht gewesen sein. Wir wollen natürlich auch nochmal kurz in die Kamera reinschauen und dann eben hier diese Nachtsichtkamera verwenden. Also Zoom, technisch haben wir hier vierfachen Zoom, wird hier links angezeigt, bis zu vierfach möglich. Hier oben die Einstellungen, schauen mal rein, also 16 Megapixel. Nachtaufnahmen kann hier auch normal in der Kamera-App
ausgewählt werden und 1080p die maximale Auflösung für Videos mit der rückseitigen Kamera, also mit der Hauptkamera, und dann hier vorne Kameraeinstellungen auch 16 Megapixel und Videos auch mit 1080p möglich. Beauty dann auch, Gesichtsverschönerung und Porträt, Hauptkamera unscharfe Gesichtsverschönerung, Beauty und Foto. Ja, dann wartet mal bitte einen Augenblick. Wir machen mal die Lichter aus, schauen uns also zum Abschluss hier gerne mal diese Nachtsichtkamera an. Also wir sind jetzt hier im normalen Kameramodus. Ihr seht das. Ich hoffe, ich finde die Nachtsichtkamera. Jawohl. Selbige einfach mal hier mit dem USB-Stecker eingesteckt. Nachtkamera. Also selbige bitte nicht während der Nutzung hier ausstecken. Und dann seht ihr hier schon also doch schon einen Unterschied. Bisschen auch mit Weitwinkel das Ganze. Und der Raum wird deutlich heller angezeigt. Lass mal hier ein Foto knipsen. Jawohl. Und dann, wie gesagt, mal rausziehen. Nochmal in die Kamera-App rein. Und dann lasst uns mal auch hier, oh, das mit Blitz. Aus. Ohne Blitz. Und eines mit automatischem Blitz. So. Also hier mit Blitz dann eben. Ohne Blitz. Und die Nachtsichtkamera. Wo haben wir die, Freunde? Ja, das ist jetzt die Frage der Fragen. Files. Bilder. Also gar keine geknipst. Das ist natürlich schade. Und war so nicht geplant. Stecken das Ganze mal wieder ein. Der gewöhnliche Vorführeffekt natürlich. Also jetzt dann hier. Also doch ein bisschen mit Rauschen, pixeliger. Aber eben besser als natürlich die Kamera ohne Blitz, wie ihr sehen könnt. Soweit dann eben hier das Unboxing und Hands-On von uns vom CCT-Shop vom BV9700 Pro. Ihr habt weitere Fragen oder Anregungen, kein Problem, einfach wie immer direkt unter dem Video hier einen Kommentar hinterlassen. Wir freuen uns sehr von euch zu hören, sagen vielen Dank, dass ihr das Video bis hierher geschaut habt, und wie immer liken, teilen und abonnieren. Bis bald, euer CECT-Shop-Team.